Wunderschönen guten Morgen zum dritten Video. Vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Und ja, du hast wahrscheinlich richtig geraten. Das ganze hier, das ganze Videoset läuft in meinem Refugium. Deswegen ist es immer schön grün im Hintergrund. Heute spreche ich nämlich dich nochmal mit auf die Reise zum Thema One-on-Ones. One-on-Ones ist ein Teil oder wird ein Teil der Autocademy. Gibt es noch nicht den Kurs, also meine Vorbereitung. Und das ist so eins dieser klassischen Dinger. Ich stell's mir so vor, du bist Führungskraft und du stellst fest, irgendwas fehlt. Also irgendwas, irgendein Werkzeug brauchst du jetzt. Und du brauchst es jetzt. Also gehst du in Autocademy, kaufst den entsprechenden Kurs, arbeitest den Kurs durch und hast das Werkzeug drauf. Wir sind leider noch nicht so ganz dabei wie damals in Matrix, dass du dir irgendwie den USB-Chip quasi baff in den Kopf tun kannst und sagen kannst, so jetzt kann ich One-on-Ones, sondern das musst du dann doch schon noch ein bisschen was für tun. Und das scheint mir, das was wir da in der Autocademy aufbauen, das scheint mir der einfachste Weg zu sein. So ist die Idee dabei. So, und ja, manchmal ist es so mit eigen aufgestellten Regeln, du stellst dir auf und dann denkst du dir so, boah, was soll das denn? Ich habe schon eine Handvoll Anfragen bekommen, die mir sagten, jetzt hör mal auf mit diesem, mach uns nicht noch heißer, wir wissen, wie gut das ist, wir wollen jetzt endlich kaufen. Heute ist Freitag. Heute hast du in deiner E-Mail, wenn du Newsletter-Abonnent bist, in deiner E-Mail den Gutschein, also den Link zum Gutscheinkauf bekommen. Wenn du nur, und das ist nicht despektierlich gemeint, Hörer des Leben führen Podcastes bist, dann hast du jetzt zum Jubiläum 250. Episode auf leben-führen.de unübersehbar den Link zum Golden Ticket, wenn du willst. So, und dann geht's jetzt nämlich auch schon los. Heute gebe ich dir eine Fallstudie aus einem echt etwas anderen Bereich. Die angekündigte Fallstudie, und die ist mir zugelaufen, unglaublich. Ich anonymisiere sie sehr, sehr, sehr weit und ich darf aber sagen, dass es jetzt um eine Führungskraft aus so einem ganz anderen Bereich geht. Und zwar eine Führungskraft von der Polizei. Ich lasse den Dienstgrad weg, damit das im Anonymeren bleibt. So, ich schränke es so weit ein, dass es um Hannover geht und wir nennen ihn Marcel. So, Marcel ist Führungskraft bei der Polizei. Der hat uns dann so ein paar Insights, mitgegeben und da hat sich eine Welt aufgetan, die hätte ich nie erwartet. Wir sprechen von 2019. Die Beschreibung vom aktuellen Führungsstil, zumindest auf seinem Revier, würde ich mit Preußisch umschreiben. So alles so ein bisschen anonym und drill. Und ich habe eine neue Abkürzung gelernt. Bei denen gibt es TZGs. TZGs. Das sind Türzuggespräche. Und ein Türzuggespräch geht so, du hast was verbockt und dein Chef bittet dich zum Gespräch und macht die Tür zu. Genau. Ich predige mittlerweile ja immer schon wieder, wenn du Feedback gibst, wenn du One-on-Ones machst und so weiter und so fort, wenn du mit deinen Leuten sprichst, du machst eben gar ein TZG. TZG, ich liebe das Akronym. Es weiß ja jeder, dass der jetzt rein muss, gleich verprügelt wird und alle warten nur drauf, ob der Werkschutz kommt und irgendwie dir diesen berühmten Pappkarton dann irgendwie vor die Tür stellt. Das ist so das Klima, was die da haben. Dazu habe ich gelernt, und wenn man so drüber nachdenkt, kann man dem durchaus folgen. Menschen, die bei der Polizei anfangen, die haben ein Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen. Ja. Und ich weiß schon, es gibt genügend Leute, die haben sehr seltsame Meinungen über Polizei. Und ich habe manchmal auch wenn ich so sehe, was Polizei so manchmal tut, habe ich da auch eine etwas seltsame Meinung zu. Aber das ist eher so die Institution Polizei und das Habitat, in dem die sich bewegen dürfen. Der einzelne Polizist selber, der junge Mensch, der da anfängt, der hat ja schon eine Idee, der will ja was erreichen, der will ja was tun. Und die da anfangen, der Job ist nicht wirklich gut bezahlt, du bist ständig in Gefahr, vielleicht kriegst du einen auf die Mütze und wenn du auf der Party mit den falschen Leuten sagst, was du im Beruf bist, dann kriegst du nicht mehr eine Kippe angeboten. Ist ja schon, die Leute, die da anfangen, die haben eine richtig hohe Motivation, wenn sie anfangen. Und dann geht's rein in diesen Fleischwolf von Bürokratiemühle, die das ganze Zeugs jetzt geworden ist. Das gleiche gilt für den Rettungsdienst auch. Und jetzt sind da diese jungen, hochmotivierten Neupolizisten, Frischpolizisten, die dann auf dem Revier einfallen und die dann relativ schnell merken, dass das, was sie tun den ganzen Tag, naja, nicht ganz das ist, was sie sich gedacht haben. Und die kriegen dann auch relativ schnell spitz, also quasi am zweiten Tag spitz, dass sie das, was sinnvolle Polizeiarbeit ist, eher den kleineren Teil des Tages ausmacht und der größere Teil des Tages entweder rumwarten ist oder du musst
Und jetzt nehme ich mal den etwas anachronistischen Begriff des Papierausfüllens. Du sitzt in deiner Schreibmaschine und füllst Papier aus. Also du machst Bürokratkram. Auch für Kleinigkeiten. Also die Beschreibung war, dass sie... ich gehe nicht ins weitere Detail. So, das ist die Situation. Und natürlich, jetzt gibt es auch bei der Polizei Führungskräfte. Ja, schon klar. War mir vorher auch nicht so. Ich hielt das so, ja, ist halt so eine militärisch-hierarchische Organisation. Aber das sind auch normale Leute. Das sind ja die gleichen Leute, die da arbeiten, die das gleiche Internet lesen dürfen, die sich auch sonst frei im 2019 frei draußen bewegen dürfen. Das sind also die gleichen Leute. Dass man bei denen, also dass man auch in so einer geschlossenen Organisation wie der Polizei, wie der Bundeswehr, denkt ihr irgendwas aus, wo es, wenn so der Zivilo von draußen drauf guckt, denkt, boah, das ist eine Kaderorganisation. Nee, das sind die gleichen Leute. Du kommst mit Kaderorganisationen nirgendwo mehr weiter. So, ergo muss auch da, wie gesagt, ich hatte da einen blinden Fleck, Führung gemacht werden. Und gerade darfst du Führung machen, wenn du Führungskraft von jenen jungen Leuten bist. Nochmal das Setup. Die haben eine Idee, was sie erreichen wollen. Die haben schon als Kind mit Polizeiautos gespielt. Wer hat das nicht? Die haben eine intrinsische Motivation, wie auch immer wir die jetzt beschreiben wollen. Die wollen was tun und kommen dann da rein und kriegen irgendwie die blaue Uniform und dürfen dann raus. Und was sie den halben Tag machen, ist irgendwie Krempel schreiben. Also Schrott schreiben, der im Wesentlichen dazu da ist, ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Ach, ihr traut mir nicht. Das heißt, mein Arbeitgeber traut mir nicht, deswegen muss ich alles aufschreiben. Super Setup. So, mit solchen Leuten musst du arbeiten. Und das Einzige, wie da gearbeitet wird, ist TZG. Tipp zum Gespräch. Und jetzt hat der liebe Marcel die Revolution vom Zaun gebrochen in seinem Revier in Hannover. Der hat One-on-Ones eingeführt. One-on-Ones Mitarbeitergespräche regelmäßig einmal die Woche, nicht verschoben. 10 Minuten der Mitarbeiter, 10 Minuten Führungskraft, 10 Minuten beide zusammen über die Zukunft. Der Sinn und Zweck der Übung ist, für ein One-on-One ist, du willst Vertrauen zu deinen Leuten haben und deine Leute sollen Vertrauen zu dir haben, weil jede normale Führungskraft qua Job ruiniert sich das Vertrauen und ruiniert sich das Verhältnis zu den Mitarbeitern jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag ein kleines bisschen, nämlich immer dann, wenn du irgendeine doofe Aufgabe vergeben musst. Die meisten tun da nichts gegen, deswegen sind Führungskräfte dann irgendwann so auf der Beliebtheitsskala, naja, nicht mehr ganz weit vorne. Die Idee von One-on-One ist, dass du Vertrauen gegenseitig aufbaust, dass du immer wieder auf dieses Vertrauenskonto einzahlst, dass du immer wieder auf dieses Konto einzahlst, liebe Führungskraft, ich nehme dich ernst. Und wenn ich dir eine blöde Aufgabe gebe, dann ist das nicht irgendwie so eine Blabla-Mobbing, der mag mich nicht, ich werde hier nur schikaniert, doof Sache, sondern ist das einfach der Job, der jetzt gerade mal gemacht werden muss. Der hat One-on-Ones eingeführt. Jetzt der hat Flak aus zwei Richtungen gekriegt und ich fand es cool, dass er es durchgezogen hat. Er sagt, in einer TZG-Kultur, Tür-zu-Gespräch-Kultur, wo der Chef ausschließlich mit dem Mitarbeiter spricht, wenn es richtig einen reingibt, da führst du jetzt auf einmal reguläre Gespräche mit den Mitarbeitern an. Er sagt, es hat ihn Wochen gekostet, bis sie ihm das Ding abgekauft haben. Wir unterhalten uns nur. Ich will wissen, was mit dir los ist, lieber Mitarbeiter. Ich will wissen, also jetzt nicht, ich will wissen, was mit dir los ist im Abfragesinn, sondern du interessierst mich, ich als deine Führungskraft bin an dir als Person interessiert. Mit allem, was dazugehört. Das haben die ihm lange nicht abgekauft. Er sagt, er hat 3, 4, 5 Wochen immer wieder Iterationen. Selbst in der dritten Woche gab es noch ein hämisches na, musst du zum Chef. Und die Kollegen waren noch viel schräger drauf. Die haben ihn völlig fassungslos, also die Kollegen heißt die anderen Führungskräfte. Die haben ihn völlig fassungslos angeguckt. Wieso er denn mit seinen Leuten spricht, ob da ständig so viel Ärger im Team wäre. Was? Nee, ich spreche mit meinen Leuten, wenn ich mit meinen Leuten sprechen will. Was? Blinder Fleck. Gruselig. Absolut gruselig. Da war in der Ecke herrschte ein Führungsverständnis. Das ist wirklich, wie gesagt, mir fällt nur der Begriff preußisch ein. So, jetzt hat er die One-on-Ones eingeführt und jetzt fingen an, sich Dinge zu drehen. Es passiert eine ganze Handvoll Sachen. Zum einen, die Mitarbeiter haben, nachdem sie denn über dieses TZG-Trauma raus waren, ich mag das Akronym, angefangen, sich wie normale Menschen zu benehmen. Das musst du dazu wissen, bei der Polizei, die sind ja nur gerne mal, nicht gerne mal, aber die sind ja hin und wieder mal auch in Situationen, wo wir so als normale Zivilisten-Menschen nie hinkommen. Emotionale Anspannung dabei, du siehst Dinge, die du nicht hättest sehen wollen würden, manchmal bist du vielleicht auch selber involviert, weil alle auf dich gucken, du bist der Schutzgarant und jetzt stehst du da in so einer Situation, wo irgendwie die Aggression rumeskaliert und so weiter und so fort.
was viele von den Polizisten machen, zu machen scheinen, ist, die gehen da nicht mit um, sondern die dissoziieren sich. Die schlucken das runter und dann tun sie es weg. Das sind die harten Männer. Und das kann ja für die Psyche nicht so richtig wahnsinnig gut sein. Das ist man mittlerweile alle. Nur, die haben keinen, nicht so richtig den, oder viele von denen haben wohl nicht so richtig den das Ventil zum Rauslassen. Und dann gehen sie mit den anderen Polizistenkumpels abends einsaufen und dann erzählen sie sich, wie hart der ganze Tag war und wie hart sie doch sind und wie cool doch und so weiter und so fort. Was da jetzt passiert ist, ist, dass die Polizisten aus ihrem, also so ein bisschen ihre, also er war mittendrin in einer Einführung, also wir haben gesprochen, als er es, glaube ich, 3 Monate oder so durchgezogen hat, dann fingen die an und haben dem Chef so Sachen gesagt, also haben ihm so Sachen gesagt wie, da fahre ich nicht nochmal hin. Also das Eingeständnis von, das war mir eine Spur zu hart, so. Wenn du das weißt, als Vorgesetzter kannst du damit umgehen, dann schickst du den nicht aus Versehen dämlichkeitshalber da gleich wieder hin, um ihn dann ordentlich zu verbrennen. Oder am besten noch mit solchen Sprüchen wie, haha, du musst ja schon eine gewisse Härte haben, sonst wird er. Da kannst du mit umgehen, da kannst du mit arbeiten. Und er könnte damit arbeiten, er hat da dann auch mitgearbeitet. Es gab nicht dieses, oder es wurde immer weiter runtergefahren, dieses, wir sind die, ach so, harten Supercops und keiner kann uns was und so, sondern, weil sowas schließt ja ganz viele Türen ab, also sowohl zur eigenen Weiterentwicklung als auch eben dann zum Lernen von Kollegen. Klar, wie will ein Kollege von dir was lernen, wenn du immer bloß die Fassade spielst? Also, kann ja auch nicht sein. So, der Teil hat sich dramatisch gewandelt. Und dann sind seine Führungskräftekollegen auf ihn zugekommen. Nachdem dann irgendwie raus war, nee, das ist der Neue, der macht da irgendwie so mal eine Woche so neues Zeugs. Nein, das ist so, macht er das und so macht er das und so macht er das. Und bei ihm im Team läuft's. Bei ihm im Team läuft's. Krankheitsrate geht zurück. Die Leute sprechen viel offener miteinander. Die Leute entwickeln sich. Die sehen so aus, als ob die viel mehr Spaß haben. Und ich muss hier meine Trödeltruppe immer einfach noch, da muss ich ja noch ein bisschen härter draufhauen. Auch die Führungskräfte haben gemerkt, dass da irgendwo ein Unterschied war. Und die kamen wohl zu ihm und haben gesagt, hier, wir haben das jetzt gehört. Also du machst nicht mehr TZG, sondern du machst TAG, also Tür auf Gespräch. Erzähl mal. So, und da ist er jetzt wohl gerade mittendrin und he spreads the word. Er verteilt die frohe Botschaft quasi. Ihr Lieben, so geht, das ist das Werkzeug. One-on-one ist ein Werkzeug. Das kannst du einsetzen. Nein, das kannst du nicht einsetzen. Ich meine, ich musst du das einsetzen. Und wenn du das einsetzt, siehst du hier das Ergebnis. Das ist so die kleine, wunderschöne, jetzt aktuelle. Wir haben Juli 2019 die aktuelle, das neueste Feedback. Ich habe ein paar von dem auf dem Niveau schon bekommen. Auch aus dem Mighty Young Stars Programm, aber das war jetzt so das Neueste aus einer Welt, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe. So, und was bedeutet das? Natürlich, der dritte Kurs, der veröffentlicht wird in der Auto Academy, wird auf jeden Fall der One-on-One-Kurs, da bin ich mir sehr sicher. Und der vierte ist auch schon in der Planung. Das war die kleine Fallstudie, so kann es laufen. Das war ja mal ein Einblick in eine ganz andere Welt. Ich habe keine Idee, sonst habe ich auch keinen Kontakt zur Polizei. Gott sei Dank. Und wie gesagt, ich bin da sehr dankbar für den Insight, den wollte ich mit dir mal teilen. Jetzt stelle ich mir sowas vor als Standardsituation. Also irgendwo kommt eine neue Führungskraft rein, bringt neue Ideen mit und die anderen Führungskräfte gucken sich das Ganze an. Und das mag immer so klingen, dass ich die anderen Führungskräfte für irgendwie böse halte oder so. Nein. Wenn du noch nie gesehen hast, wie irgendwelche Dinge anders gehen, kommst du schlicht nicht drauf. So, und jetzt sind diese anderen Führungskräfte und sehen jemanden was Neues machen, sehen was anderes machen und wollen dazu mal so eine richtige fundierte Information haben, ohne sich irgendwie immer gleich zu wochenlangen oder wochenendenlangen Trainings anmelden zu müssen. Jetzt sind wir bei der Auto Academy wieder. Das ist die Idee dafür. Da gehst du dann hin und ziehst dir einfach die Informationen raus, die du brauchst. So, jetzt habe ich noch 2 Fragen bekommen zum Thema Auto Academy. Und zwar Frage Nummer 1. Ob ich hier jetzt, also ob ich das, also da sind ja erst nur 2 Kurse drin. Ja, stimmt, sind 2 Kurse drin. Und ich habe es mehrfach gesagt, mehrere andere sind in der Vorbereitung. Ich habe genügend Stoff im Hintergrund. Also ich glaube, dass ich Dinge durchhalten kann, habe ich so nach der 250. Podcast-Episode ein bisschen auch, glaube ich, bewiesen. Hintergrundinformation für dich. Es gibt das IT Young Stars Programm. Und das IT Young Stars Programm, da werden ganz viele Themen aufgearbeitet, aufbearbeitet und ganz, ganz, ganz tief analysiert und dann in Kursform gebracht von uns. Diese Kurse werden ins Deutsche übertragen, nicht nur übersetzt, sondern da kommt ein bisschen mehr dazu. Das sind dann die Kurse aus der
Auto Academy. So, das heißt also, im IT Youngstars Programm haben wir einen ziemlich großen Stock, einen großen Berg von Informationen und von Kursen mittlerweile angesammelt. Und die werden sukzessive rüber in die Auto Academy transferiert werden. So, und da sind wir jetzt auch schon beim großen Unterschied zwischen Auto Academy und IT Youngstars Programm. Das IT Youngstars Programm ist ein interaktives Programm. Es läuft über ein Jahr Mentoring von mir mit allem, was dazugehört. Auto Academy ist es nicht. Die Auto Academy ist ausschließlich Selbstlernkurs. Es wird auch keinen, also wird keinen, sage ich jetzt mal vorsichtig, Plan heute ist, dass die Auto Academy auch so bleiben wird. Dazu wird es keine interaktiven Komponenten mit mir geben. Also auch Coaching gibt es da nur eben als extra dazu buchen. Das bleibt so, das ist der Selbstlernkurs. So, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich wünsche dir ein großartiges Wochenende, wenn du das mal rauskommens Freitag hörst. Und was du jetzt zu tun hast, ist klar, ne? In deine E-Mail den Link klicken und dann lass es dir nicht entgehen. Lass es dir echt nicht entgehen. Für so einen schmalen Kurs kommst du nie wieder an das goldene Ticket für die Auto Academy. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch ein goldenes Ticket nach dem 4. August geben wird. Ich wünsche dir eine großartige Zeit, schönes Wochenende. Tschüss, dein Olaf Kapinski.